Heute spielen wir nochmal eine Runde Call of Duty Black Ops Cold War. Die Story, diesmal das zweite Ende. Diesmal belügen wir Adler nicht und sagen ihm die Wahrheit. Und gucken wir, wie das Ende wird. Das andere Ende war, ich glaube, das schlechte Ende. Wir gucken mal rein. Er kommt zu sich. Bell, keine Spielchen mehr. Was hat Perseus gesagt? Wo ist er? So, dann wollen wir mal das zweite Ende ausprobieren. Was du jetzt durchmachst, ist nichts verglichen mit dem, was du erleben wirst, wenn du nicht langsam kooperierst. Was habt ihr mit mir gemacht? Wir gaben dir eine zweite Chance, als du am Arsch warst. Jetzt wollen wir im Gegenzug deine Hilfe. Bell, du warst einer von Perseus' Agenten. Sein Partner Arashka Divar hat dich auf der Rollbahn in der Türkei verraten und wollte dich töten. Wenn das Flugzeug Trabzon verlässt, macht es Halt in Duga. Das weißt du. Perseus wird nicht dort sein. Keiner dieser Söldner wird Duga lebend verlassen. Wir lassen ihre Leichen im Wald zurück. Dann bringen wir die Waffen zu Volkov in Berlin. Von da aus fliegen wir nach Solovetsky. Jetzt verstehe ich das. Für dich habe ich andere Pläne. Perseus hält zu große Stücke auf dich. Ich kann keine Konkurrenz gebrauchen. Wir waren dort. Wir fanden dich, nachdem alles vorbei war. So, diesmal werde ich den helfen. Ne, das ist halt der zweite Part. Wir mussten dir eine neue Identität geben, um die alte zu ersetzen. Hudson hielt es für einen Fehler, einen Ex-KGB-Agenten aus dir zu machen. Aber das ist nichts Neues. Und als Bonus konnten wir deine linguistischen und kryptografischen Fähigkeiten nutzen. Die Herausforderung war deine Erinnerung. Das MK-Ultra-Programm nutzte Adlers Missionen in Vietnam als Vorlage. Ihr brauchtet ein gemeinsames Erlebnis, eine lebenslange Bindung, um Vertrauen aufzubauen. Nein, schätz dich glücklich. Du hattest diese Erinnerungen nur wenige Monate. Ich lebe seit über einem Jahrzehnt damit. Verhöre haben bei dir nicht gewirkt, aber dank der MK-Ultra-Forschung hatten wir einen Plan B. Wenn du glaubtest, du wärst jemand anderes, konnten wir dich dazu bringen, alles preiszugeben. Genug, um uns hierher zu bringen, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben eine Mission. Die Kommandophrase hat dich in Schach gehalten, aber wir haben nicht alles gekriegt. Deine innersten Geheimnisse waren immer hinter einer Tür versteckt.
Moment wirst du uns vermutlich hassen, was wir getan haben. Was du jetzt tust, hat nichts mit mir zu tun, auch nicht mit dir. Es geht um beschissene Millionen von Menschen. Es geht darum, jemanden aufzuhalten, der sich letztendlich um niemanden schert, außer um sich selbst. Also sag mir, wo ist Perseus? Haben wir erst die Kontrolle, zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solovetsky. Diesmal werde ich ihm helfen. Diesmal helfen wir ihm. Zu bestimmen, wer du wirklich bist. Wo ist Perseus? Sicher entfernt in Solovetsky. Solovetsky. Jetzt haben wir ihm das Richtige gesagt. Hol mir Washington ans Rohr. Alle anderen ausrüsten. Wir brechen auf. Das war die richtige Wahl, Bell. Komm schon. Du gehörst zu uns. Also, ich wollte gerade sagen, ich konnte mich gerade nicht bewegen. Perseus. Die CIA-Analytiker halten ihn für die bisher größte Bedrohung der freien Welt. Sie haben eine wichtige Aufgabe. Unsere Art zu leben vor großem Unheil zu bewahren. Die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. In nur wenigen Stunden kann Perseus Atombomben in allen Großstädten Europas zünden. Wir werden tun, was nötig ist. Manche von uns werden Grenzen überschreiten, damit es diese Grenzen morgen noch gibt. Niemand wird uns Helden oder Schurken nennen. Niemand wird uns kennen. Und ich? Ich jage dieses Gespenst schon seit 13 Jahren. Das endet jetzt. Das sieht doch schon viel mehr nach einem guten Ende aus. Auch nach einem Ende, was mir besser gefällt als das vorherige. Falls ihr das vorherige noch nicht gesehen habt, guckt es euch gerne an. Ist ein bisschen länger geworden, das Video. Aber von daher, dass das große Finale war, ist es hoffentlich nicht so schlimm. Der letzte Countdown. Schnappen wir uns ihn. Wir schnappen uns ihn. Maximal 12 Minuten, bevor die Funktürme wieder online sind. Wir müssen die Luftabwehr ausschalten, damit unsere Vögel freie Bahn haben. EMP. Alle elektronischen Systeme werden gleich ausgeschaltet. Wahrscheinlich bringe ich jetzt die Schrotflinte raus auf der Distanz.
mit dem Pferd funktioniert immer nicht so gut, ne? Oh, was? Die Funktürme fahren immer noch hoch. Das ist unsere Chance. Gehen wir doch nicht auf den Sack hier, Junge. Das Gebiet ist heiß. Ihr seid zu nah dran. Wiederhole, ihr seid zu nah. Wir müssen weg, sofort. Gas. Hey, dann lass mich doch laufen, Junge. Perfekt. Geschafft, Mr. President. Sie haben die Atombomben aufgehalten. Gott sei Dank. Und der CIA? Haben Sie Perseus? Nein, Sir. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Und die russische Reaktion? Noch nichts. Wir sehen Anzeichen von Verwirrung. Möglicherweise war es keine offizielle Operation. Perseus hat vielleicht nicht auf Befehl von Moskau gehandelt. Ich werd verrückt. Wir haben ihn gestoppt. Die Türme sind Geschichte. Wie sieht es bei euch aus? Komm! Woods, habt ihr sie gefunden? Hier drüben. Hilf mir mal. Nimm meine Hand, Bert. Wir haben es geschafft. Dies ist eine Nachricht an Perseus und alle, die nach ihm kommen. Wir halten nicht einfach still und hoffen auf das Beste. Wir schaffen das Unmögliche. So gewinnt man Kriege, Bert. Gibt es was Neues über Kasim Chabadi? Ja, seit seinem Tod und dem von Arash Kadivar ist ihr Terrornetzwerk zusammengebrochen, da die Überlebenden sich nicht einig waren. Weil sie keine klare Führung haben, haben sich die Russen offenbar von ihnen gelöst und wollen alle Spuren verwischen. Vor ungefähr 72 Stunden brannte das Hauptlager der Kämpfer nieder. Es ist nur noch Asche. Die wenigen, die überlebt haben, scheinen sich getrennt zu haben und sind untergetaucht. Was ist mit Anton Volkov? Volkov ist seit seiner Gefangennahme eine wichtige Informationsquelle. Nach seinem Verhör etablierte der MI6 in Windeseile einige Abhörposten in Ost-Berlin. Sie haben schon Nachrichten des KGB an Agenten in der ganzen Stadt abgefangen. Der eiserne Vorhang kriegt Löcher. Wie lief die Aufräumaktion in Havanna? Wir konnten Agent Azulays Leiche aus der Anlage in Kuba bergen.
Präsident Reagan hat persönlich seine Familie kontaktiert und der Sarg ist unterwegs nach Tel Aviv. Wie Sie wissen, ist Helen Park nach London zurückgekehrt. Dort wird sie sich weiter von ihren Verletzungen erholen. Danach will der MI6 ihr einen Einsatztrupp unterstellen, um Perseus aufzuspüren. Was ist mit dem Rest des Teams? Sie sind aus Solowetski weg, bevor die Sowjets Kräfte zur Untersuchung schicken konnten. Nach einer kurzen Erholung geht's wieder an die Arbeit. Wir haben vielleicht Perseus aufgehalten, aber seine Ratten nisten noch überall um uns herum. Und das verdanken wir einem unserer eigenen Leute. Stimmt. Es ist uns nicht gelungen, Robert Aldrich und sein heimisches Spionagenetzwerk zur Strecke zu bringen. Wir bräuchten extremere Maßnahmen wie totale Überwachung im Inland. Wozu wir natürlich nicht autorisiert sind. Noch nicht. Was ist mit Europa? Wir haben verhindert, dass es zum Sankt-Nimmerleins-Tag gesprengt wurde. Aber da wimmelt es noch immer von Perseus-Agenten. Mit mehr Zeit hätten wir mehr erreichen können. Und Bell? Arktische Luft. Mach den Kopf frei, was? Bell, du hast zwei außergewöhnliche Opfer gebracht, um Perseus zu stoppen. Eines davon ohne dein Wissen. Das andere war deine eigene Entscheidung. Du sollst wissen, diese kleine Sache zwischen dir und mir. Sie war zum Wohl der Menschheit. Du bist gottverdammt heldenhaft. Helden müssen Opfer bringen. Und wenn ich dich um noch eines bitte, dann verstehst du hoffentlich. Es war nie persönlich. Ja, was soll ich zu dem Ende jetzt sagen? Ich habe gedacht, alles wäre gut. Das wäre das positive Ende. Wir sterben trotzdem, aber wir waren ja auch ein KGB-Soldat. Ein Ex-KGB-Soldat. Ich habe gedacht, alles wird jetzt gut. Aber er hat es dann doch noch getötet. Also bei dem einen überleben wir. Zerstören aber die ganze Welt. Und bei dem anderen sterben wir und haben aber die Welt gerettet. Okay. Ja, ich gehe mal kurz zum Hauptmenü. Das Ganze war ziemlich verwirrend bei der einen Mission, bei der vorletzten, mit dieser Tür. Ja, das war das zweite Ende, das zweite Finale von Call of Duty. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand die Story auf alle Fälle sehr gut. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, lasst gerne ein Abo da für noch mehr Videos. Gerne eine Bewertung da lassen, vielleicht auch wie ihr das Ende fandet. In den letzten Folgen habe ich nicht so viel geredet, weil da wollte ich nicht so viel dazwischen quatschen und so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Videos. Peace, haut rein. Jesse John.